V mojom srdci je veľká radosť. Mein Herzen ist große Freude, že môžeme byť pod zvukom Božieho slova. Dass wir unter dem Klang des Wortes Gottes sein können. Lebo Božie slovo má moc zachrániť dušu človeka. Denn Gottes Wort hat Macht, die Seele des Menschen zu retten. Na počiatku bolo slovo. Am Anfang war das Wort. To slovo bolo u Boha. Das Wort war bei Gott. A to slovo bol Boh. Das Wort war Gott. Ak sa dnes večer chceš stretnúť s Pánom Ježišom, wenn du heute Abend dich treffen willst mit dem Herrn Jesus Christus, živým a zmrtvým stalým, mit dem lebendigen von den Toten auferstandenen, môžeš sa stretnúť s ním v jeho slove. Kannst du ihm begegnen in seinem Wort. Lebo jeho slovo trvá na veky. Denn sein Wort währt auf ewig. Pán Ježiš povedal, Jesus sagt, nebesia a zem pominú. Himmel und Erde werden vergehen. Ale moje slová nikdy nepominú. Aber meine Worte werden nie vergehen. Pán Ježiš Kristus žije vo svojom slove. Jesus Christus lebt in seinem Wort. Lebo on hovorí, že moje slová sú duch a život. Denn er spricht, mein Wort ist Geist und Leben. A ten, kto počúva moje slová, hovorí Pán, und der, der meine Worte hört, spricht der Herr. A zachováva ho. Und bewahrt sie. Má život v sebe. Der hat das Leben in sich. Ale ten, kto nie je vo viere poslušný synovi. Aber der, der nicht im Glauben gehorsam ist dem Sohn. Neostáva v ňom život. In dem bleibt nicht das ten Leben. Život vyprcha. Das Leben, es entschwindet. Preto celým svojim srdcom miluj Božie slovo. Deshalb liebe aus deinem ganzen Herzen das Wort Gottes. Nech tvoje srdce je naplnené slovom Kristovým. Lass dein Herz erfüllt sein mit dem Worte Christi. Písmo nás pozbudzuje k tomu, aby slovo Kristovo bohate prebývalo v našich srdciach. Das Wort tut uns ermuntern dazu, dass das Wort Christi möchte reichlich wohnen in unserem Herzen. Sú ľudia, ktorí túžia po plnosti Ducha Svätého. Es sind Menschen, die sehnen sich nach der Fülle des Heiligen Geistes. Ale chceli by to bez plnosti jeho slova. Aber sie möchten das ohne die Fülle seines Wortes. A to nejde. Und das geht nicht. Lebo nie je možné slovo oddeliť od ducha. Denn es ist nicht möglich, das Wort von dem Geist zu trennen. Moje slova sú duch a život. Meine Worte sind Geist und Leben. A vtedy, keď my otvárame sa pre plnosť Ducha Svätého. Und dann, wenn wir uns öffnen für die Fülle des Heiligen Geistes, dávame priestor a pravdu všetkým jeho slovám. Geben wir Raum und Wahrheit allen seinen Worten. A jeho slovo bohate prebýva v nás. Und sein Wort bleibt in der Fülle in uns. A tak hovorí Pán Ježiš, a keď príde ten duch pravdy, und so spricht der Jesus, wenn der Geist der Wahrheit kommen wird, ktorého vám pošle nebeský Otec, welchen euch der himmlische Vater senden wird, on vám pripomenie všetko, čo som povedal. Er wird euch erinnern an alles das, was ich gesagt habe. Vidíte, ako je spätý Duch Svätý spolu so slovom. Seht ihr, wie der Heilige Geist verbunden ist mit dem Wort Gottes? Preto majte naklonené svoje srdcia pre jeho slovo. Deshalb habet eure Herzen geneigt seinem Worte zu. Vtedy, keď padla železná opona, als der eiserne Vorhang im Ostblock gefallen ist, vtedy niektorí mi hovorili, bratčanko, už ten spôsob evangelizácie, kázania Božieho slova, to je už prežitok. Dann haben mir manche gesagt, Bruder Schanko, diese Methode der Predigt des Wortes Gottes, die ist schon überlebt. To už treba hľadať nové spôsoby. Jetzt ist es nötig, in welchen neuen Methoden zu suchen. A dokonca som počul, že niekto hovoril, keby som tak vedel obracať ľudí, že by som po hlave chodil, tak by som ich obracal k Bohu. Und sogar hat jemand gesagt, wenn ich die Leute zu Gott bekehren könnte, indem ich auf dem Kopf laufe, dann würde ich das tun. A ja som nesúhlasil s tým. Und ich war damit nicht einverstanden. Ty nemusíš chodiť po hlave. Du musst nicht auf dem Kopf laufen. Aby si ľudí obracal k Bohu. Damit du die Menschen zu Gott bekehrst. Postav sa tam, kde ťa Boh postavil. Stell dich dorthin, wo dich Gott hingestellt hat. Postav svoje nohy na základ Ježiša Krista. Stelle deine Füße auf den Grund Jesu Christi. A keď ľudia budú cítiť, že to slovo, ktoré ty kážeš, je pravdou v tvojom živote. Und wenn die Menschen
spüren werden, dass das Wort, das du predigst, Wahrheit ist in deinem Leben, hriešnici budú plakať nad svojimi hriechami. Werden Sünder weinen über ihren Sünden. A Pán bude potvrdzovať svoje slovo zázrakmi. Und der Herr wird sein Wort bestätigen mit Wundern. Pamätám si, ako pri jednej príležitosti. Ich erinnere mich, wie bei einer Gelegenheit. Všetci moji poslucháči boli neveriaci. Alle meine Zuhörer waren Ungläubige. Vedel som o tom, že ani jeden medzi nimi nie je veriaci. Ich wusste davon, dass nicht ein einziger unter ihnen gläubig ist. A vnímal som prítomnosť Ducha Svätého. Und ich spürte die Gegenwart des Geistes Gottes. A hovoril som na znamenie toho, že to, čo vám hovorím, je pravda. Und ich sagte ihnen auf als Zeichen dessen, dass das, was ich euch sage, Wahrheit ist. Niektorí z vás budete dotknutí mocou Ducha Svätého. Etliche von euch werden berührt sein durch die Macht des Heiligen Geistes. A budete v tej chvíli uzdravení. Und ihr werdet in dem Augenblick geheilt werden. A kázal som evanjelium Ježiša Krista. Und ich habe das Evangelium Jesu Christi gepredigt. Nesnažil som sa ja dotýkať tých ľudí. Ich habe mich nicht bemüht, dass ich die Menschen berühre. Kázal som slovo, ktoré malo moc dotýkať sa tých srdc. Ich predigte das Wort, das die Macht hatte, die Mensch, die Herzen zu berühren. A po skončení toho zhromaždenia štyria ľudia vstali zo svojich miest. Und am Ende der Versammlung standen vier Menschen auf ihrem Platz. A vydali svedectvo o tom, že prežili mocný dotyk Boží a boli na skutku uzdravení. Und gaben Zeugnis davon, dass sie die Berührung des Herrn erlebt haben und waren in Wirklichkeit geheilt. Jeho slovo má moc. Sein Wort hat Macht. Ale prvorade chce uzdraviť tvoju dušu. Aber an erster Stelle will es deine Seele heilen. Jeho slovo chce uzdraviť tvoj vzťah k tvojmu spasiteľovi. Sein Wort will deine Beziehung zu deinem Erretter heilen. Videl som veľa zázrakov v mojom živote. Ich habe viele Wunder gesehen in meinem Leben. Ale viete, čo je najväčší zázrak? Aber wisst ihr, was das größte Wunder ist? Záchrana jedného hriešnika. Die Errettung eines Sünders. Lebo ak niekto vstane chromý z postele, denn auch wenn jemand, der lahm gewesen ist, aufsteht von seinem Bett, v mene Ježišovom, in dem Namen Jesu, nečítame o tom, že by sa radovali anjeli v nebi. Wir lesen nicht davon, dass die Engel im Himmel sich darüber freuen. Je to veľká vec, keď povstane z posteli nemocný človek. Ist das eine große Sache, wenn ein kranker Mensch von seinem Bett aufsteht? To je veľká vec. Das ist doch eine große Sache. A predsa nečítame, že by sa nebeskí anjeli radovali a poskakovali od radosti. Und dennoch lesen wir nicht, dass die himmlischen Engel sich freuen würden und springen würden vor Freude. Ale keď jeden hriešnik činí pokánie. Aber wenn ein Sünder Buße tut, tak anjeli v nebesiach sa radujú. Dann freuen sich die Engel im Himmel. Ale oni budú činiť pokánie vtedy, keď budú počuť slovo. Aber sie werden dann Buße tun, wenn sie das Wort hören. Keď v tom slove sa zjaví živý z mŕtvych stalý Pán Ježiš Kristus. Wenn in den Worten sich offenbart der lebendige, auferstandene Herr Jesus Christus. Hľadáš Pána Ježiša Krista? Suchst du den Herrn Jesus Christus? Celým srdcom ho hľadáš. Suchst du ihn mit ganzem Herzen? A tak ho hľadáš, aby si aj našiel? Und suchst du ihn so, dass du ihn auch finden möchtest? Nie je jedno, ako hľadáme veci. Es ist nicht gleich, wie wir Dinge suchen. Môžeš len tak hľadať, že prechádzaš sa, pozeráš. No, kde je, čo je? Du kannst so suchen, dass du nur herumgehst, und schaust, wo ist es, was ist es? Hľadali ste už dôkladne niečo? Habt ihr schon etwas gründlich gesucht? Všetko zvlášť ste poprekledali, poprezerali. Alles einzeln angeschaut, durchgeschaut. Toto je už prezreté. Ďalšie, poďme. Das ist schon durchgeschaut und jetzt das nächste kommt. Hľadali ste. Ihr habt gesucht und gesucht. A mali ste istotu, že to, čo ste už prehliadli, tamto určite nenájdete. Und ihr wart sicher, dass das, was ihr schon durchgesucht habt, dort werdet ihr es nicht mehr finden. Dôkladne hľadať. Das heißt gründlich suchen. A vieš, ako môžeš dôkladne hľadať? Und weißt du, wie du gründlich suchen kannst? Keď pozrieš do písma, wenn du in das Wort schaust, a budeš vidieť, čo hovorí Pán, ako to máš hľadať. Und wirst du sehen, wie der Herr es sagt, wie du suchen sollst. Pozrite sa, Ján, Peter a Ján, bežia k hrobu. Schaut, Petrus und Johannes laufen zu dem Grab. Hľadajú Ježiša. Sie suchen Jesus. Ale už mali zvesť. Aber sie hatten schon die Botschaft. Že on stál.
Die Nachricht, dass er auferstanden ist. A viete, čo im povedal Pán Ježiš tým ženám? Und wisst ihr, was der Jesus den Frauen gesagt hat? Viete, čo povedal ten anjel? Wisst ihr, was der Engel gesagt hat? Povedzte mojim, aby išli do Galiléje, tam sa stretneme. Sagt den meinen, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden wir uns treffen. On nepovedal, že choďte k hrobu a tam sa stretneme. Er sagte nicht, dass sie zum Grab gehen sollen und dort werden choďte do Galiléje, wir uns treffen. Tam sa stretneme. Schau, er sagte, geht nach Galiléa, dort werden wir uns treffen. Chceš nájsť Ježiša? Wirst du Jesus finden? Chceš sa s ním stretnúť? Wirst du dich mit ihm treffen? Nechoď za svojim vlastným rozumom. Dann geh nicht deinem eigenen Verstand nach. Nechoď za svojimi predstavami. Geh nicht nach deinen Vorstellungen. Pozri do písma. Čo hovorí písmo o tom? Kde sa môže s ním stretnúť? Schau in die Schrift. Was sagt die Schrift darüber? Kde sa on nachádza? Wie du ihn treffen kannst. A viete, čo hovorí? Wo befindet er sich? On hovorí, kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene. Das Wort sagt, wo zwei oder drei tam in meinem Namen uprostred versammelt sind, dort bin ich mitten unter ihnen. Prečo hľadáš živého medzi mŕtvými? Warum suchst du den Lebendigen choď zwischen den Toten? Kde celým srdcom milujú Pána Ježiša. Geh dort, wo man von ganzem Herzen den Herrn Jesus liebt. Kde sa v jeho mene schádza Boží ľud. Wo in seinem Namen sich sein Volk lebo versammelt. Lebo on tam zasľúbil svoju prítomnosť. Denn dort hat er seine Gegenwart verheißen. Amen. Tak nebež do hrobu. Dann geh nicht zum Grab. Neutekaj tam, kde je mŕtvy Kristus. Geh nicht dorthin, wo der tote Christus ist. Dokonca ho majú na kríži. Sogar auf dem Kreuz mŕtvého haben sie dort als einen Toten. V jednom chráme som bol. Ich war in einer Kirche. A pán farár sa mi pochválil. Ukážem vám niečo zvláštne. Und der Herr Pfarrer hat sich mir gerühmt. Ich werde euch was Besonderes zeigen. A tak som bol zvedavý, čo mi ukáže. Und ich war neugierig, was wird er mir zeigen. A spod oltára vyťahol takú veľkú truhlu. Und unter dem Altar heraus hat er seine große Truhe herausgezogen. A otvoril tú truhlu. Und hat sie geöffnet. A viete, čo som tam videl? Und wisst ihr, was ich dort gesehen habe? Pána Ježiša. Den Herrn Jesus. Z vosku. Aus Wachs. Mŕtvy. Als einen Toten. Nemohol som veriť svojim očiam. Ich konnte meinen eigenen Augen nicht glauben. Oni majú mŕtvého Krista. Sie haben einen toten Christus. Prečo hľadáš živého medzi mŕtvymi? Warum suchst du den Lebendigen zwischen den Toten? On sľúbil, že tam je on, kde je viera živá. Er hat verheißen, dass er dort ist, wo der lebendige Glaube ist. Kde sa v jeho mene schádza jeho ľud. Wo in seinem Namen sein Volk zusammenkommt. On sa znáša na chválach svojho ľudu. Er erhebt sich auf der Ehre, auf dem Lobpreis seines Volkes. On je sprítomnený v jeho slove, ktoré je vanuté Duchom Svätým. Und er ist gegenwärtig in seinem Wort, das durch den Heiligen Geist weht. On povedal, kde ho môžeš nájsť. Er sagte, wo choď du ihn finden kannst. Geh nach Galiläa. Nechoď tam do hrobu. Neutekaj. Peter, kde to geh nicht zum Grab. Petrus, wo gehst du? Jan, kde to uteká? Johannes, wo läufst du hin? Čo ťa tam ženie? Was treibt dich dorthin? Viera či pochybnosti? Glaube oder der Zweifel? Ak hľadáš živého Krista, wenn du den lebendigen Christus dôveruj sucht, jeho slovo, dann vertraue seinem Wort. Sú mnohé svedectvá. Es sind viele Zeugnisse. Vydali svedectvo ženy. Es gaben Zeugnis die Frauen. Vydali svedectvo niektorí učedníci. Es gaben Zeugnis einige Jünger. Že ho videli. Dass sie ihn gesehen haben. Že ho skúsili. Dass sie ihn verspürt haben. Prečo neveríš týmto svedectvám? Warum glaubst du nicht diesen Zeugnissen? Nepočúvaj tých, ktorí hovoria, ja si myslím, že je to tak. Höre nicht die das sagen, ich denke, das ist so. A ja si myslím, no, kto vie Kristus, či aj ozaj zomrel, či to len tam nezaspal. Und wer weiß, ob Christus wirklich gestorben ist, vielleicht ist er nur eingeschlafen und dann ist er wieder aufgewacht. Všelijaké názory a reči. Verschiedene Ansichten und Reden gibt es. Mnohé všelijaké falošné učenia teológovia vymysleli o zmŕtvychvstaní Krista. Falsche Lehren haben die Theologen ausgedacht von der Auferstehung Jesu Christi. A ja sa vám priznám, ja som tiež študoval na teológii. Und ich bekenne euch, auch ich habe Theologie studiert. A teológovia si šúchali ruky a hovoria, no počkaj, ten bude ináč kázať. Und die Theologen haben sich die Hände gerieben, haben gesagt, na warte, der wird dann anders predigen. Však teológia mu zobere tú detinskú vieru. Weil die Theologie, die wird ihm schon den kindlichen Glauben rauben.
A teológiu som skončil na samej jednotky. Und ich habe die Theologie beendet mit lauter 1. Neviem, či u vás je jednotka dobrá, či peťka dobrá. Ich weiß nicht, ob bei euch die 1 eine gute Note ist oder die 5. Neviem, či som vás klamal alebo potešil. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt enttäuscht habe oder erfreut. Ale bolo to na výbornú. Aber es war hervorragend. Ale viete, keď som kázal ďalej Božie slovo. Aber wisst ihr, als ich dann weiter das Wort Gottes gepredigt habe, teológovia krútili hlavou a hovorili, dann haben die Theologen mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, tomu Šankovi ani teológia nepomohla. Dem Šanko, dem hat nicht einmal die Theologie geholfen. Halleluja. Viete prečo? Wisst ihr warum? Lebo ja som sa stretol so živým Ježišom Kristom. Denn ich habe eine Begegnung gehabt mit dem lebendigen Jesus Christus. On mi odpustil moje hriechy. Er hat mir meine Sünden vergeben. On zobral ťažobu mojho srdca. Er hat die Bürde von meinem Herzen genommen. On mi navrátil radosť zo spasenia. Er gab mir die Freude der Erlösung. Môj Pán žije, halleluja. Mein Herr lebt, halleluja. Kdo mi môže čo nahovoriť? Wer kann mir irgendetwas noch einreden? A ja vidím, ako jeho slovo sa plní. Und ich sehe, wie sein Wort sich erfüllt. Hľadajú ho moje oči, hľadá ho moje srdce. Es sucht ihn mein Auge und mein Herz. Hľadám ho za rána, hľadám ho cez deň, hľadám ho za večera. Ich suche ihn früh, ich suche ihn den Tag über, ich suche ihn am Abend. Hľadám ho i v noci, keď som na svojom lôžku a hovorím, Pane, ukáž mi svoju tvár. Auch in der Nacht, wenn ich auf meinem Bett bin und sage, Herr, zeige mir dein Gesicht, dein Angesicht. A on sa mi dáva poznať. Und er gibt sich mir zu erkennen. On sa ma dotýka. Er berührt mich. On ma potešuje. Er erfreut mich. On ma uzdravuje. Er heilt mich. Ešte ani chrípka ma nechce. Nicht einmal die Grippe will mich. Halleluja. Rozumiete? Versteht ihr? Keď miluješ Pána. Wenn du den Herrn liebst. On je s tebou. Dann ist er mit dir. Pomôže ti. Er hilft dir. Celým srdcom mu dôveruj. Mit dem ganzen Herzen vertraue ihm. Ako ľudia o ňom hovorili. Nicht so, wie die Menschen von ihm redeten. Ak máš len ten obraz o Kristu, čo ti hovorili iní. Wenn du nur das Bild von Christus hast, was nemáš svoju osobnú skúsenosť, was die andere von ihm gesagt haben, hast nicht die eigene Erfahrung der Begegnung mit Christus. Nesmieš byť odkázaný len na to, čo iní hovoria o Pánu Ježišovi. Darfst nicht nur darauf angewiesen sein, was andere von Christus erzählen. Dovtedy ho hľadaj. Suche ihn so lange. Dovtedy búchaj. So lange klopfe. Dovtedy klop na bránu. So lange klopfe an das Tor. Kým sa ti otvorí. Bis es sich dir aufmacht. A budeš mať svoje svedectvo. Und du wirst dein eigenes Už Zeugnis haben. Už ty budeš o ňom rozprávať. Jetzt wirst schon du von Už ihm erzählen. Už ty budeš mať skúsenosť odpustenia. Jetzt wirst schon du diese Erfahrung der Vergebung haben. Už ty budeš mať skúsenosť uzdravenia. Und auch du wirst diese Erfahrung der Heilung haben. Potrebuješ mať skúsenosť viery. Du brauchst die Erfahrung des Glaubens. Tvoj Boh, tvoj Pán, nie je v hrobe, ale dass žije. Dein Gott und Herr nicht im Grabe ist, aber lebt. Halleluja. Mohol by som vám mnohé skúsenosti hovoriť. Ich könnte euch viele Erfahrungen sagen. Niekoľký ste počuli tú skúsenosť. Ihr habt schon manche diese eine Erfahrung schon gehört. Na začiatku tohto roka es war am Anfang dieses Jahres, som sa modlil s jednou ženou. Habe ich gebetet mit einer Frau. A táto žena hovorila, že keď počúvala Božie slovo, cítila Božiu prítomnosť vo svojom srdci. Diese Frau sagte, als sie das Wort Gottes gehört hat, spürte sie die Gegenwart Gottes in ihrem Herzen. Ale hovorí, ale popri tom som cítila aj temnotu vo svojom živote. Aber sie sagte, und gleichzeitig spürte ich so eine Finsternis in meinem Leben. A hovorí, Pán kazateľ, mohli by ste mi pomôcť? Und sie sagte, Herr Prediger, könntet ihr mir helfen? Ja neviem, čo je to tá temnota. Ich weiß nicht, was diese Finsternis bedeutet. Len cítim, ako čas mojho srdca je úplne temné, tmavé, strašné. Nur spüre ich, wie ein Teil meines Herzens ganz finster, dunkel ist. A hovorím, vzdychol som k Pánu. Und ich habe zum Herrn geseufzt. Pane, ty poznáš každé srdce. Herr, du kennst jedes Herz. Ja túto ženu nepoznám. Ich kenne diese Frau nicht. Nepoznám jej vnútro. Ich kenne ihr Innerstes nicht. Ale ty poznáš to srdce. Aber du kennst das Herz. Ukáž mi, čo tam je. Zeige mir, was dort ist.
A tak sa obrátim tejto žene a hovorím: "Prosím ťa, čo máš ty spoločné s veštením?" Und so wende ich mich zu dieser Frau und sage ihr: "Bitte sag mir, was hast du zu tun mit Wahrsagerei?" A ona hovorí: "Však ja som veštkyňa." Und sie sagt: "Ich bin ja eine Wahrsagerin." A ja som bol tak prekvapený, skoro sa mi vlasy postavil. Und ich war so überrascht, fast sind mir die Haare aufgestanden. A hovorím: "A ty to len tak, ty si veštkyňa?" Und ich sage: "Ja, nur so, und du bist einfach Wahrsagerin." A hovorí: "No prečo?" Und sie sagt: "Ja, warum?" No preto, lebo Božie slovo o veštcoch hovorí toto. Ich sage: "Weil das Wort Gottes von den Wahrsagern so spricht." A čítal som jej z Božieho slova, že veštci a veštenie je ohavnosť Hospodinovi. Und ich habe ihr gelesen aus dem Wort Gottes, dass Wahrsagen und Wahrsagerei ein Greuel ist vor Gott. A táto žena začala plakať. Und diese Frau begann zu weinen. A ona hovorí: "Ja som to nevedela." Und sagte: "Ich habe das nicht gewusst." Čo teraz mám robiť? Ja som stratený hriešník. Was soll ich jetzt machen? Ich bin ein verlorener Sünder. Oľutuj svoj hriech. Bereue deine Sünde. Vyznaj svoj hriech. Bekenne deine Sünde. Povedz Pánu, že nevedela si to. Sage dem Herrn, dass du es nicht gewusst hast. A Pán Ježiš ti odpustí. Und der Jesus, er wird dir vergeben. Očistí ťa. Er wird dich reinigen. A ona vyznávala v pláči svoje hriechy. Und sie bekannte mit Weinen ihre Sünde. A vtedy, keď vyznávala. Und da, als sie bekannte. Mene Pána Ježiša Krista prikázal som tomu duchu veštby, aby ju v tej chvíli opustil. Habe ich im Namen Jesu Christi diesem Geist der Wahrsagerei geboten, dass er sie in dem Augenblick verlässt. Vyhlásil som slobodu mene Pána Ježiša Krista v jej srdci. Und ich habe ihrem Herzen im Namen Jesu Christi die Freiheit verkündigt. A ona cítila, vnímala, ako to temno odišlo z jej srdca. Und sie hat verspürt, wie diese Finsternis aus ihrem Herzen gewichen ist. Miluje Pána Ježiša. Sie liebt den Herrn Jesus. Skladá piesne a oslavuje Pána Ježiša. Sie komponiert Lieder und verehrt den Herrn. Ona má skúsenosť stretnutia so živým Ježišom Kristom. Sie hat die Erfahrung der Begegnung mit dem lebendigen Jesus Christus. Lebo zažila, ako to temno odišlo z jej srdca. Denn sie hat es erlebt, wie diese Finsternis aus ihrem Herzen weggegangen ist. A do jej srdca prišiel Pán Ježiš. Und in ihr Herz ist der Herr Jesus gekommen. Prišiel pokoj. Es kam Frieden. Knieža pokoja. Der Friedensfürst. A dnes miluje Pána Ježiša a slúži mu s radosťou. Und heute liebt sie den Herrn Jesus und dient ihm mit Freuden. Máš skúsenosť, že tvoj Pán žije? Hast du die Erfahrung, dass dein Herr lebt? Videli ho tvoje duchovné oči? Haben ihn deine geistlichen Augen gesehen? Viete, čo bola Mojžišova prosba? Wisst ihr, was die Bitte des Mose gewesen ist? Pane, ukáž mi svoju tvár. Herr, zeige mir dein Angesicht. Zjav mi svoju tvár, Pane. Offenbare mir dein Angesicht, Herr. Ja chcem mať skúsenosť toho, že som ťa videl, že som sa s tebou stretol. Ich will die Erfahrung haben, dass ich dich gesehen habe, dass ich dir begegnet bin. Hľadám tvoju tvár. Ich suche dein Angesicht. A ďalej hovorí: "Ak nepôjde tvoja tvár pred nami, Pane, nevyvádzaj nás von z tohto Egypta." Und weiter spricht der Herr: "Wenn dein Angesicht uns nicht vorangeht, dann führe uns nicht aus Ägypten." A Pán hovorí: "Áno, pôjdem pred tebou." Und der Herr sagt: "Ja, ich gehe dir voran." A pôjdem aj za tebou, ako stráž. Und ich werde auch hinter dir gehen als eine Wache. Nemusíš sa báť. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Nemusíš sa obzerať v strachu. Du musst dich nicht umsehen in Angst. Za tebou. Denn ich bin hinter dir. Ich schütze dich. Ty sa nevieš sám seba ochrániť. Du kannst dich nicht selber schützen. Ešte ani od jedného pádu sa nevieš ochrániť. Du kannst dich nicht einmal von einem Fall schützen. Dôveruj mi. Vertraue mir. Človek sám seba zapletie do problémov. Der Mensch, er verwickelt sich selber in Probleme. Svojim vlastným strachom dokáže sám seba zabiť. Mit seiner eigenen Angst vermag er sich selber zu umzubringen. Počul som o jednom príbehu, kde sa nejakí mladí stavili, že nepôjde do cintorína v noci. Ich habe von einem Fall gehört, wo sich einige junge gewettet haben, er wird nicht in der Nacht auf den Friedhof gehen. A on hovorí: "Pôjdem." Und er sagte: bol, "Ich werde doch gehen, aber
Dabei hat er Angst gehabt. Bál sa strašne. Er hat schreckliche Angst gehabt. Podľa toho budem vedieť, že si splnil to, že tento drevený kríž tam zapichneš. Und sie sagt ihm, nachdem wenn wir erkennen, dass du es erfüllt hast, wenn du dieses hölzerne Kreuz dort einstichst. A išiel do toho cintorína. Und er ging auf diesen Friedhof. Dokázal to. Er hat es geschafft. Zapichol ten kríž. Er hat dieses Kreuz dort eingestochen. Lenže nezbadal, pripichol si plášť. Nur er hat es nicht bemerkt, dass er seinen Mantel dort festgemacht hat. A keď chcel odísť, tak ho doťahalo. Und als er weggehen wollte, da hat es ihn dort gehalten. Mŕtvi ma ťahajú. Oh, die Toten halten mich. A od strachu zomrel. Und aus Angst ist er dort gestorben. Tam ho našli ráno mŕtve. Dort haben sie ihn früh tot gefunden. A mal pripichnutý plášť. Und er hatte seinen Mantel festgestochen. Dort. Viete, čo robí strach? Wisst ihr, was Angst ausmacht? Strach ťa dovedie do problému. Die Angst bringt dich in Probleme hinein. Ale strach prichádza preto, že nemáš istotu, že s tebou je tvoj Pán. Aber die Angst kommt deshalb, weil du nicht die Gewissheit hast, dass der Herr mit dir ist. Ale Božie slovo hovorí o tom, že ja som s tebou. Aber das Wort Gottes spricht davon, dass ich mit dir bin. Aj hľa, ja som s vámi až do skonania sveta. Siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Neboj sa, ani sa nestrachuj. Fürchte dich nicht, habe keine Angst. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. Seh dich nicht in Furcht, denn ich bin dein Gott. Pôjdem pred tebou. Ich werde vor dir gehen. A povediem ťa. Ich werde dich führen. A pôjdem i za tebou, ako zadná stráž. Und ich werde auch hinter dir gehen. Neobzeraj als eine Wache hinter dir. Máš, schau dich nicht in Angst. Máš skúsenosť, že tvoj Boh a Pán žije. Habe die Erfahrung, dass dein Herr und Gott lebt. Keď som sa púšťal sem do Nemecka, als ich mich aufmachte hier nach Deutschland, aj s mojou rodinou, mit meiner Familie, z nejakých dôvodov veľmi sme z času sklzli. Aus irgendwelchen Gründen haben wir zeitlich sehr verloren. Namiesto o 9. ráno sme o 8. večer sa púšťali. Anstatt 9 Uhr früh loszufahren, sind wir 8 Uhr abends. A ja som cítil už večer o 8, že som tak unavený a vyčerpaný. Und ich habe schon abends gespürt, dass ich so müde und erschöpft bin, že by bolo veľa na mňa aj do susedného mesta zajsť autom. Dass es für mich schon viel wäre, schon in die Nachbarstadt mit dem Auto zu fahren. Nie ešte 9 hodín cesty diaľnicou. Nicht noch 9 Stunden Autobahnfahrt. Ale som išiel vierou. Aber ich ging im Glauben. A Pán išiel predo mnou. Und der Herr ging vor mir. Aj za mnou. Und auch hinter mir. Musím vám povedať, trikrát som zaspal. Za volant. Soll ich sagen, dreimal bin ich eingeschlafen hinter dem Lenkrad. Len na to som sa zobudil, že dobre idem. Nur in dem bin ich aufgewacht, dass ich gut fahre. Boh je ten, ktorý vie zachovať. Der Herr ist der, der auch weiß zu bewahren. A môj syn išiel za mnou druhým autom. Und mein Sohn fuhr hinter mir im zweiten Auto. A hovorí, tati, ty si nie na plyn stúpal, ale na brzdu. Und sagte mir, Papa, du bist nicht auf das Gas getreten, aber auf die Bremse. Immer hat sie die Bremse geleuchtet. Hovorím, neviem potom, ako sme došli do Nemecka. Ich sagte, dann weiß ich gar nicht, wie wir nach Deutschland gekommen sind. Ale Boh sa postaral. Aber der Herr hat darum gesorgt. A tu som pred vami. Und hier bin ich vor euch. On ide pred tebou. Er geht vor dir. On ide i za tebou. Und er geht auch hinter dir. Môžeš mu dôverovať. Du kannst ihm vertrauen. Viete, nemohol som sa pre inú variantu rozhodnúť. Wisst ihr, ich konnte mich für keine andere Variante entscheiden, das war die einzige Möglichkeit. Lebo ináč by som piatok ráno nemohol tu stáť pred vami. Denn sonst wäre ich Freitag früh, hätte ich hier nicht stehen können vor euch. Svítalo. Und als ich nach Schondorf hineinkam, da dämmerte es. A tak som volal na Pána Ježiša. Und so rief ich den Herrn Jesus an. Daruj tú milosť, Pane Ježišu. Herr Jesus, gib die Gnade, aby takto svítalo duchovne v Schondorfe. Damit es so dämmert in Schondorf. Aby Duch Svätý mohol dávať svetlo do srdc. Damit der Geist Gottes das Licht in die Herzen geben kann. A vďaka Pánu. Und dank dem Herrn. A bratia mi hovoria, bratčanko, ani nebolo vidieť na tebe, že si nespal. Und die Brüder haben mir gesagt, Bruder Schanko, man hat gar nicht gesehen, dass du gar nicht geschlafen hast.
Lebo Pán je i našim odpočinkom. Denn der Herr ist auch unsere Ruhe. On je mocný. Er ist mächtig. Budeme čítať z Božieho slova. Wir werden lesen aus dem Wort Gottes. V Evangeliu svätého Lukáša. Im Evangelium Lukas. 24. kapitole. Kapitel 24. Od 13. verša. Vom 13. Po 35. verš čítame mene Pánovom. Bis zum 35. Lukas 24 von Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war, mit Namen Emmaus. Und sie redeten miteinander von allem, was geschehen war. Und es begab sich, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, nahte sich Jesus selbst und wandelte mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr miteinander wechselt unterwegs und seid traurig? Da antwortete einer mit Namen Kleopas und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremdlingen in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, welcher ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten, vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten zur Verdammnis des Todes überantwortet und ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass solches geschehen ist. Auch haben uns einige Frauen von uns erschreckt, die sind früh bei dem Grabe gewesen und haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der Unseren gingen hin zum Grabe und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Muss denn nicht Christus solches leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an von Mose und allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe zu dem Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, segnete es, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren, welche sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Učedníci, ktorí idú do Emaus, die Jünger, die nach Emmaus gehen, vzdialujú sa z Jeruzalema. Entfernen sich von Jerusalem. Dohadujú sa medzi sebou. Und sie unterreden sich. Nerozumejú tomu všetkému. Sie verstehen nicht dem allen. Ale to, čo je horšie, nielenže nerozumejú. Aber was noch schlimmer ist, nicht nur, dass sie es nicht verstehen, ale pochybujú. Aber sie zweifeln. A to nie je to isté. Und das ist nicht das Gleiche. Môžu byť veci v tvojom živote, ktoré nerozumieš. Es können Dinge sein in deinem Leben, denen du nicht verstehst. Ale to neznamená, že keď niečomu nerozumieš, tak ešte môžeš aj pochybovať. Aber es heißt noch nicht, dass wenn du etwas nicht verstehst, dann kannst du auch noch zweifeln. Sú mnohé veci, ktoré prichádzajú do života tá aj veriaceho človeka. Es gibt viele Dinge, die kommen in das Leben auch eines gläubigen Menschen. Nerozumieme tomu, prečo to Pán Boh dopustil. Wir verstehen nicht, warum das Gott zugelassen hat. Prečo tak a tak sa stalo. Warum es so oder so geschehen ist. Ale to nás neoprávňuje na to, aby sme pochybovali. Aber das gibt uns kein Recht zu zweifeln.
Títo učeníci, ktorí idú do Emaus, nielenže nerozumejú tým veciam, čo sa udialo. Die Jünger, die nach Emmaus gehen, nicht nur, dass sie den Dingen nicht verstehen, die da geschehen sind, ale aj pochybujú. Aber sie zweifeln. A pretože pochybujú, aber weil sie zweifeln, a ich pochybnosť je veľká, und ihr Zweifel ist groß, hoci majú dosť informácií, obwohl sie genug Informationen haben. Lebo hovoria o tom, že ženy hovorili o tom, že vstal, iní hovoria o tom, že vstal. Denn sie sprechen davon, dass die Frauen davon gesagt haben, dass er auferstanden ist, und noch andere davon gesagt haben. Ešte množstvo informácií nie je zárukou toho, že ty nebudeš pochybovať. Auch noch eine große Menge von Informationen ist dir nicht eine Garantie dafür, dass du nicht zweifeln wirst. Ale ty potrebuješ tedy, keď dostaneš informáciu, potrebuješ uveriť. Aber du brauchst, wenn du die Information bekommen hast, auch daran zu glauben. Len jeden bol problém. Nur ein Problem war da. Že tej zvesti, ktorú zvestovali ženy, dass sie dieser Nachricht, dieser Botschaft, die die Frauen verkündigt haben, a niektorí z učedníkov, und einige der Jünger, oni neverili. Haben sie nicht geglaubt. A viete, čo to spôsobilo? Und wisst ihr, was das bewirkt hat? Vzdialovali sa z Jeruzalema. Sie haben sich entfernt von Jerusalem. Do Emaus. Nach Emaus. Pochybnosti ťa vzdialujú od mesta pokoja. Die Zweifel, sie bringen dich weg von dem, von der Stadt des Friedens. S mnohými srdciami, s mnohými ľuďmi mám možnosť hovoriť a modliť sa. Ich habe Möglichkeit für, mit vielen Menschen, mit vielen Herzen zu sprechen und zu beten. Ale tí ľudia, ktorí majú pochybnosti, majú nepokoj. Aber die Menschen, die Zweifel haben, die haben auch Unfrieden. A to je vlastne takým znamením, und das ist so ein, eigentlich so ein Zeichen, že sa vzdialujú od Boha. Dass sie sich entfernen von Gott. Pozrite, títo učeníci neidú s Pánom od začiatku. Schaut, diese Jünger gehen nicht von Anfang an mit dem Herrn. Pán videl, že oni sa vzdialujú. Der Herr sah, dass sie sich entfernten. Nie hneď prikročil a hovoril, no kde idete, však ja žijem. Und er ist nicht gleich gekommen und hat gesagt, wo geht ihr hin, ich lebe doch. Ale už keď urobili kus cesty, vtedy sa Pán Ježiš pripojil k ním. Aber erst dann, als sie schon ein Stück des Weges hinter sich hatten, dann hat sich der Herr ihnen angeschlossen. A urobil s nimi dlhú cestu. Und er hat mit ihnen einen langen Weg zusammen gemacht. Ja sa ťa chcem opýtať. Ich möchte dich fragen, ako ty vydávaš svedectvo ľuďom? Wie gibst du Zeugnis den Menschen? Tým, ktorí pochybujú. Denen, die da zweifeln. Chytíš Bibliu? Nimmst du die Bibel? Postav sa. Stell dich hin. Takto hovorí písmo. So sagt das Wort. A musí to byť tak, ako ty hovoríš. Und es muss so sein, wie du sagst. Ako to máme robiť? Wie sollen wir das machen? To nám Pán Ježiš ukázal. Das hat uns der Jesus gezeigt. Pri pochybujúcich učedníkov. Bei diesen zweifelnden Jüngern. On, ktorý mal prebodené nohy. Er, der diese durchbohrten Füße hatte. Ktorý mal čerstvé rany na svojich nohách. Der diese frischen Wunden oder Narben an seinen Füßen hatte. On ide s týmito učedníkmi. Robí kroky. Er geht mit diesen Jüngern, er macht Schritte. Kilometer. Kilometer. Die rany. Mit diesen Wunden. Diese Wunden, sie werden erneuert bei jedem Schritt. Und er geht mit ihnen. Das ist Geduld. Wie viel kannst du mit den Menschen gehen, dass du sie hörst? Und er hat ihnen nur zugehört. Dal ihm otázku. Er gab ihnen eine Frage. O čom to rozprávate? Von was spricht ihr? O čom to rozjímate? Was nehmt ihr auseinander? A oni mu rozprávajú. Und sie haben ihm erzählt. Oni majú zdravé nohy. Sie hatten gesunde Füße. Oni majú zdravé ruky. Sie haben gesunde Hände. Len nemajú zdravého ducha. Nur hatten sie nicht einen gesunden Lebo Geist. Lebo pochybujú. Denn sie zweifeln. A Pán Ježiš Kristus spolu s nimi. Und der Jesus Christus geht zusammen mit ihnen den Stück Weg. Koľko vieš, koľko máš trpezlivosti s ľuďmi, aby si s nimi hovoril?
Wie viel Geduld hast du, um mit Menschen zu sprechen? Hneď ich zastavíš, ani krok s nimi nespravíš. Stoj, teraz ti niečo poviem, a keď nič, tak... Hörst du sie gleich an, mit einem Schritt gehst du mit ihnen und sagst du, halt, steh, und gleich sagst du es ihnen. Vieš tak, ako Pán Ježiš Kristus. Kannst du es so machen wie der Herr Jesus Christus? Najprv vypočuť. Erst anhören. Najprv vidieť. Erst sehen. Aby ti vyliali to, tie pochybnosti. Damit sie diese ihre Zweifel ausgießen. A potom lekáriť. Und dann verarzten. Dotýkať sa týchto problémov. Diese Probleme berühren. Pozrite, Pán Ježiš ich nehladká. Schau, der Jesus, er streichelt sie nicht. On nehovorí, no, viete, niečo by som vám chcel povedať, no, ako to mám povedať. Er sagt es ihnen nicht so, no, etwas möchte ich euch sagen, wie soll ich es sagen? O, vy spozdili srdcom veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci. O, ihr trägen Herzens zu glauben all dem, was die Propheten geredet haben. Vieš, aj Božie pokarhanie. Auch Gottes Strafe môže uzdraviť tvoj pohľad. Kann deine Sicht heilen. A on im začne vykladať písmo. Und er beginnt ihnen die Schrift zu erklären. Vieš, kde tie ľudské dohady. Alle diese menschlichen a my sme mysleli. Gespräche und wir haben gedacht und andere haben so gedacht a tamti tak mysleli und jene haben wieder so a gedacht zase iní ináč mysleli und andere haben schon wieder anders gedacht. Prišli nejakí teológovia za mnou a hovoria, es kamen einige Theologen zu mir und sagten, Bratšanko, ako sa ty pripravuješ na kázanie? Bruder Schanko, wie bereitest du dich auf eine Predigt vor? Tak som úprimnosti srdca povedal. Und ich habe es in Aufrichtigkeit des Prosím Herzens pána, gesagt. Aby mi dal text. Ich bitte den Herrn, dass er mir einen Text gibt. Modlím sa. Ich bete. Modlím sa. Ich bete. Čakám na Pána. Und warte auf den Herrn. A Duch Svätý vanie. Und der Geist Gottes weht. A dáva mi svetlo do srdca. Und gibt mir Licht in mein Herz. A hovoria zle. Und sie sagen, schlecht. To ako môžeš ísť na kazateľňu, keď k tomu textu aspoň 10 komentárov neprečítaš? Wie kannst du auf die Kanzel gehen und hast nicht zu dem Text wenigstens 10 Kommentare gelesen? Čo si myslí o tom ten? Was davon jener Theologe denkt? Čo si myslí o tom tamten teológ? Was davon dieser Theologe denkt? A hovorím, a keď už 10. teológa prečítam, tak už mám myšmaš v hlave. Und dann sage ich, und wenn ich dann schon den 10. Theologen durchgelesen habe, dann habe ich schon ein Durcheinander in meinem Kopf. A potom čo mám kázať? Und dann, was soll ich predigen? Aj tí to hovorili, ženy to hovorili, tamtí to hovorili. Auch hier, die haben jenes gesagt, die Frauen haben dies gesagt. A my sme si mysleli. Und wir haben gedacht. A Pán Ježiš hovorí, o, spozdili srdcom veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci. Und der Jesus sagte ihnen, o, trägen Herzens zu glauben allen dem, was die Propheten gesagt haben. A začal im vykladať písmo. Und er begann ihnen die Schrift zu erklären. Začal im otvárať ich duše. Und er begann ihnen das Verständnis ihrer Seele a zu öffnen. A oni boli pozorní na niečo. Viete, čo bolo zvláštne? Und sie waren, sie beachteten etwas. Že horelo ich srdce. Wisst ihr, was besonders war? Ježiš rozprával ich gebrannt hat. Jesus hat gesprochen und ihr Herz hat gebrannt. Keď Ježiš rozpráva aj dnes, tvoje srdce horí. Auch heute, wenn der Herr Jesus spricht, dann brennt dein Herz und in deinen Augen zeigen sich die Tränen der Dankbarkeit. Denn die Hoffnung kommt in dein Herz. A Pán Ježiš Christus ide s nimi. Und der Jesus Christus geht mit ihnen. A oni už došli do cieľa. Und sie kamen schon bis zum Ziel. A Pán Ježiš tak robí, ako keby chcel ísť ďalej. Und der Jesus tut so, als wenn er weitergehen möchte. Ale pritom on čaká. Aber in dem wartet er, že títo učedníci ho nepustia. Dass ihn die Jünger nicht lassen werden. Aj dnes večer. Auch heute Abend. Ide s nami Pán Ježiš. Geht der Jesus mit uns. On je tu s nami. Er ist hier mit uns. A keď skončí toto zhromaždenie, und wenn diese Versammlung zu Ende geht, pôjdeme domov. Gehen wir nach Hause.
A kde pôjde Pán Ježiš? Und wohin geht der Jesus? Pustíš ho? Lässt du ihn gehen? Jedno ti je, kde bude? Ist es gleich, wo er sein wird? Alebo povieš, Pane, oder sagst du, Herr, už sa zvečerieva. Es ist schon Abend geworden. Deň sa nachýlil. Der Tag hat sich geneigt. Nechoď nikde, Pane Ježišu. Geh nirgends, Herr Jesus. Poď so mnou. Komm mit mir. Buď v mojom srdci. Sei du in meinem Herzen. Buď v mojom živote. Sei in meinem Leben. Poď do mojho domu. Komm in mein Haus. Budeme jesť spolu chlieb. Wir werden das Brot zusammen essen. Budeme lámať chlieb. Wir werden das Brot brechen. Poď, Pane. Herr, komm. Poď, lebo sa zvečerieva. Denn es ist, komm, denn es wird Abend. Aj tvoju hlavu zdobia šediny. Auch deinen Kopf schmiegen schon graue Haare. A vieš, tie šediny sú znamením toho, že sa už zvečerieva. Und weißt du, dass die grauen Haare ein Zeichen dafür sind, dass es schon Abend geworden ist? Volaj Pána Ježiša so sebou. Rufe den Herrn Jesus, povedz mu, Pane, mitzukommen. Poď. Sag, Herr, komm. Poď. Komm. A on sa nechá. Und er lässt sich. Sa nechá prinútiť. Er lässt sich dankbar bewegen. Ale kým ho nebudeš nútiť, on nebude sa ti vnúcovať. Aber wenn du ihn nicht nötigen wirst, er wird sich dir nicht aufzwingen. Pán Ježiš sa nikomu nevnúcuje. Er zwingt sich der Jesus niemanden auf. On čaká na to, aby si ho nútil. Er wartet darauf, dass du ihn nötigst. Kráľovstvo Božie trpí od Jána Krstiteľa, trpí násilie. Das Reich Gottes leidet von Johannes dem Täufer an Gewalt. A tí, ktorí činia na kráľovstvo Božie násilie, tí ho uchvacujú. Und die, die dem Reich Gottes Gewalt antun, die reißen es an sich. O, Pane, už sa zvečerieva. Herr, es ist schon Abend geworden. Nechoď ďalej, poď so mnou. Geh nicht weiter, komm mit mir. Už pomaly končia tieto sviatky. Schon gehen diese Feiertage langsam zu Ende. A naše srdce horelo v tvojej prítomnosti, Pane Ježišu. Und unser Herz, es brannte in deiner Gegenwart, Herr Jesus. Poď do mojho domu. Komm in mein Haus. Poď do mojho srdca. Komm in mein Herz. Poď so mnou, Pane. Komm mit mir, Herr. Keby niekto otvoril. Wenn irgendjemand sein Haus öffnet oder öffnet, stúpim k nemu. Dann trete ich zu ihm hinein. A budem večerať s ním. Und ich werde mit ihm das Abendmahl halten. A on so mnou. Und er mit mir. A dám mu sedieť na svojom tróne. Und ich gebe ihm mit mir auf meinem Throne zu sitzen. Aj ty mu dáš sedieť na tvojom tróne. Gibst auch du ihm auf deinem Thron zu sitzen? Na tvojom tróne tvojho srdca. Auf dem Throne deines Herzens. O, on vojde k tebe. Ja, er kommt zu dir. Daj mu miesto. Gebe ihm Raum. A keď ty mu dáš miesto, aj on tebe dá miesto na svojom tróne. Und wenn du ihm Raum gibst, auch er wird dir Raum geben auf seinem Thron. A raz bude koruna zdobiť tvoju hlavu. Und einmal wird die Krone dein Haupt schmücken. O, poď, Pane, s nami. O Herr, komm mit uns. Už sa zvečerieva. Es ist schon Abend geworden. Nevieme, mladý či starý. Wir wissen nicht, ob alt, ob jung. Nevieme, kedy príde tá noc. Wir wissen nicht, wann diese Nacht kommt. Nemôžeme povedať, no, bratčanko, ja ešte nemám šediny. Wir können nicht sagen, no, Bruder Schanko, ich habe noch keine grauen Haare. Ale nemôžeš vedieť, či sa tebe tiež nezvečerieva. Aber du weißt, du kannst nicht wissen, ob nicht auch dir der Abend kommt, auch wenn du noch jung bist. Plný života. Voll des Lebens. Plný perspektívy. Voller Perspektiven. Ty musíš jednu vec vedieť. Du musst eine Sache wissen. Že už aj tomuto svetu sa zvečerieva. Dass auch dieser Welt der Abend gekommen ist. A Pán Ježiš príde. Und der Herr Jesus kommt. Príde to nové ráno. Es kommt ein neuer Morgen. A už zornica svieti. Und schon leuchtet der Morgenstern. Už svieti tá ranná hviezda. Schon leuchtet dieser Morgenstern. A Pán Ježiš Kristus hovorí, ja som tá hviezda ranná a jasná. Und der Jesus sagt, ich bin der helle Morgenstern. On do tej tmy vie zasvietiť. Er weiß, in diese Dunkelheit hineinzuleuchten. On ti vie dať nádej. Er weiß dir Hoffnung zu geben. On ti vie dať požehnanie. Er weiß dir auch Segen zu geben. A vieš, keď povoláš Pána do svojho domu. Und weißt du, wenn du den Herrn einladest in dein Haus, on zober veci do svojich rúk. Dann nimmt er die Dinge in seine Hand. Nebuď prekvapený. Sei nicht erstaunt. Nie ty budeš lámať chlieb. Nicht du wirst das Brot brechen. Nie ty budeš
dominovať. Nicht du wirst herrschen, dominieren. On zobere chlieb. Er wird das Brot nehmen. On začne lámať. Und er beginnt zu brechen. On dá tebe. Er gibt dir. On dá tebe. Er gibt auch dir. On rozdeľuje. Er teilt das Brot Gottes. Keď Ježiš príde do tvojho domu. Wenn Jesus in dein Haus hineinkommt, chlieb nebude v tvojich rukách, ale v jeho rukách. Dann wird das Brot nicht in deinen Händen sein, sondern in seinen. Aj v mojom dome má on chlieb vo svojich rukách. Auch in meinem Haus hat er das Brot in seiner Hand. A on láme a dáva. Und er bricht und gibt. A ja sa vždy teším, že on s nami. Und ich freue mich jedes Mal, dass er mit uns ist. Na každý deň videli svoje požehnanie. Und er gibt seinen Segen auf jeden Tag. A ešte tak, že aj tí, ktorí zazvonia na naše dvere. Sogar so, dass doch die an unsere Tür klingeln. A viete, veľmi často sa deje. Und wisst ihr, es passiert sehr oft. Že ľudia zazvonia a hovoria, nemohli by ste nám aspoň krajcom chleba pomôcť. Dass die Menschen klingeln und sagen, könntet ihr uns nicht wenigstens mit einer Schnitte Brot helfen? Možno, že si myslíte, v dnešnej dobe takéto niečo existuje. Vielleicht denkt ihr, in der heutigen Zeit gibt es so etwas? Skoro není takého týždňa, keby niekto takto nezazvonil. Es gibt fast keine Woche, wo nicht jemand so klingelt und nach Brot bittet. Ale Pán Ježiš láme a dáva. Aber der Jesus bricht und gibt. Pán má aj pre tých bezdomovcov chlieb. Der Herr hat auch für diese Obdachlosen Brot. Pán má svoje požehnanie pre všetkých ľudí. Der Herr hat seinen Segen für alle Menschen. A vtedy, keď on láme a dáva. Und dann, wenn er bricht und gibt, ho môžeme poznať. Dann können wir ihn erkennen. On je ten, ktorý rozhojňuje toto požehnanie. Er ist der, der seinen Segen vermehrt. Halleluja. Nech vás Pán Ježiš požehná. Der Herr segne euch. Halleluja. A oni otvorili sa im oči. Und ihnen sind die Augen aufgegangen. Mali ste už takú skúsenosť, že hoci ste veriaci ľudia, otvoria sa vám oči. Habt ihr schon so eine Erfahrung gehabt, dass trotzdem ihr gläubige Menschen seid, euch die Augen aufgegangen sind? Ja som sa pýtal Pána, Pane, koľko ja mám očí? Ich habe den Herrn gefragt, Herr, wie viel Augen habe ich? Minule som myslel, že sa mi otvorili oči. Ich habe unlängst gedacht, dass meine Augen aufgegangen sind. Uvidel som veľké divy z tvojho slova. Ich habe große Wunder in deinem Wort erkannt. Celý môj život sa zmenil. Mein ganzes Leben hat sich verändert. A zase po nejakom čase znovu sa mi otvorili oči. Und wieder nach einer gewissen Zeit haben sich meine Augen geöffnet. Ako je to možné, že som už 20 rokov pomaly kazateľom a toto som nevidel? Und ich habe gesagt, wie ist das möglich, dass ich nun schon fast 20 Jahre Prediger bin und dieses habe ich nicht gesehen? A vždycky sa meníme na jeho obraz. Und immer werden wir verändert in sein Bild. Viete, vtedy, keď sa otvárajú naše duchovné oči. Wisst ihr, dann, wenn sich unsere geistlichen Augen öffnen, pozeráme sa na svet a na život úplne ináč. Dann schauen wir auf die Welt und auf das Leben ganz anders. Hodnotíme veci úplne ináč. Dann bewerten wir die Dinge ganz anders. A Pán je oslávený. Und der Herr wird verherrlicht. A Pán Ježiš zmizol spred nich. Und der Jesus Herr verschwand vor ihnen. A čo urobili oni? Und was haben sie gemacht? Dohadovali sa. Haben sie sich untereinander beredet und haben gestritten? Hovoria, či nehorelo naše srdce? Sie haben gesagt, brannte nicht unser Herz? Či nebolo to tak krásne, keď on hovoril a vykladal nám písmo? War es nicht so herrlich, als er sprach und hat uns die Schrift ausgelegt? To bol on, z mŕtvych stalý Pán. Das war er, der auferstandene Herr. Spoznali sme ho. Wir haben ihn erkannt. Už tam, vtedy, keď k nám hovoril. Schon da, als er zu uns gesprochen hat. Už sme tam vnímali jeho prítomnosť. Haben wir schon seine Gegenwart gespürt. Ale otvorili sa nás oči, keď lámal chlieb. Aber unsere Augen haben sich da geöffnet, als er das Brot brach. A ešte v tú hodinu. Und noch in dieser Stunde. Hneď sa pozbierali. Haben sie sich sofort aufgemacht. A robili cestu nazad. Und haben den Weg zurück angetreten. Do mesta pokoja. In die Stadt des Friedens. Aj ty budeš mať tedy pokoj. Auch du wirst dann Frieden haben. Keď ideš späť, bratom a sestra. Wenn du zurückgehst zu Brüdern und Schwestern. Keď ideš tam do obecenstva
wenn du dorthin gehst, in die Gemeinschaft, wo er seine Gegenwart verheißen hat. A viete, čo je zvláštne? Und wisst ihr, was das Besondere ist? Oni, keď išli tam, mali svedectvo. Als sie dorthin gingen, hatten sie ein Zeugnis. Keď išli z Jeruzalema, sa vzdialovali, nemali svedectvo. Als sie von Jerusalem weggingen, sich entfernt haben, hatten sie kein Zeugnis. Svedectvo mali iní. Das Zeugnis hatten andere. Oni mali len hádku medzi sebou. Sie hatten nur ein Streitgespräch untereinander. Ale teraz idú naspäť. Aber nun gehen sie zurück. A oni majú svedectvo. Und sie haben ein Zeugnis. Ako prichádzaš do obecenstva Božieho ľudu? Wie kommst du in diese Gemeinschaft des Volkes Gottes? Prichádzaš tak, že v tvojom srdci je svedectvo. Kommst du so, dass in deinem Herzen ein Zeugnis ist? Máš čo povedať bratom a sestrám? Hast du was zu sagen den Brüdern und Schwestern? Máš im čo dať? Hast du ihnen etwas zu geben? Alebo už po 20 minútach kázania už si hotový. Oder bist du schon nach 20 Minuten Predigt fertig? Koľko by si vedel rozprávať svedectvo? Wie viel wüsstest du Zeugnis zu erzählen? Ja keď som videl tie kazety z Freizeitu. Ich, als ich die Kassetten aus der Freizeit gesehen habe. A keď som spočítal tie hodiny. Und als ich die Stunden gezählt habe. Viete, koľko hodín? Wisst ihr, wie viele Stunden? Veľa je toho. Es ist viel. Koľko je toho svedectva v tvojom srdci? Wie viel ist von diesem Zeugnis in deinem Herzen? Oni mali svedectvo. Sie hatten ein Zeugnis. Oni mali skúsenosť. Sie hatten Erfahrung. Oni zažili zmŕtvychvstalého Krista. Sie haben erlebt den von den Toten auferstandenen Christus. Oni boli unavení. Sie waren müde. Po 8 kilometrov chôdze. Nach 8 Kilometer Marsch. A oni idú naspäť. Und sie gehen zurück. Stretnutie so živým Ježišom Kristom navracia ti silu k zápasom života. Diese Begegnung mit dem lebendigen Jesus, sie gibt dir diese Kraft des Lebens zurück. Tam, kde už iní umdlievajú. Da, wo andere schon umfallen, ohnmächtig werden. Tam, kde iní sa už vyzliekajú do postele. Da, wo andere sich schon ausziehen, um ins Bett zu gehen, sich auszuruhen. Ty ešte stále máš silu ísť a zvestovať. Hast du immer noch Kraft und zu verkündigen. Keď mám evangelizáciu v Karlových Varoch. Wenn ich Evangelisation habe in Karlsbad. Viete, posledný večer. Wisst ihr, die letzte Nacht. Do koľkej hodiny sa modlím s ľuďmi. Wisst ihr, wie lange ich da mit den Menschen bete? Už skoro pravidelne. Schon do 5. hodiny ráno. Regelmäßig bis 5 Uhr früh. Po celotýždennom zápase. Nach einem ganzwöchigen Kampf. Keby už iní povedali, viete čo, už nedeľa večer, už dajte mi pokoj, už idem domov. Wo andere vielleicht schon sagen würden, wisst ihr, Sonntagabend, gib mir schon Ruhe, ich gehe schon nach Hause. Zobúdzajú duše. Und wenn auf einmal die Seelen erwachen. A o 5. ráno ešte hlási sa ďalší a hovorí, ja som chcel, aby už všetci odišli. Und um 5 Uhr früh meldet sich einer und sagt, ich wollte, dass schon alle weg sind. Mám jeden vážny problém. Denn ich habe ein wichtiges Problem. A čo je tvoj problém? Und was ist dein Problem? Ja som veľmi poviazaný Satanom. Ich bin sehr gebunden durch den Satan. Páne Ježišu. Herr Jesus. Ešte 8 kilometrov. Noch 8 Kilometer. Ale stretnutie so živým Ježišom Kristom ti dáva novú silu. Aber die Begegnung mit dem lebendigen Jesus Christus gibt dir neue Kraft. A tak som išiel, modlil som sa s týmto človekom. So ging ich und habe gebetet mit diesem Menschen. Prežil oslobodenie. Und er hat Befreiung erlebt. Išiel som do vlaku. Und ich ging in den Zug. A prisadol si niekto. Aj mne môžete o Pánu Ježišovi rozprávať. Und es setzte sich jemand zu mir. Könnt ihr mir auch von Jesus erzählen? Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Pánovi. Alles vermag ich in dem, der mich stärkt, Jesus. Zmrtvý vstalý Ježiš Kristus ti dáva silu a zmysel tvojho života. Der von den Toten auferstandene Jesus Christus gibt dir Sinn und Kraft des Lebens. Zmrtvý vstalý Pán Ježiš dáva zmysel tvojim dňom. Der von den Toten auferstandene Herr Jesus gibt Sinn deinen Tagen. A silu urobiť nad ľudské sily cestu. Und er gibt Kraft,
über die menschliche Kraft hinaus den Weg zu tun. A oni rozprávali. Und sie haben erzählt. A ten náš text tak hovorí, rozprávali. Und unser Text sagt so, sie erzählten. Budeš aj ty rozprávať. Wirst auch du erzählen. Toto je zvláštny čas. Es ist eine besondere Zeit. Táto veľká noc je zvláštna veľká noc pre teba. Diese große Nacht. Lebo Pán Ježiš sa dotýkal tvojho srdca. Ist eine besondere große Nacht, denn budeš der Herr berührt deine Seele. Wirst auch du erzählen. Si pripravený hovoriť. Möchte dazu sagen. Najprv v zbore. In Tschechisch heißt Ostern große Nacht. Pozbudzovať, posilňovať bratov. Wirst du deine Brüder und Schwestern stärken können? A potom až do posledných končin zeme. Und dann bis an die letzten Enden der Welt. Niesť tú radosť. Diese frohe Botschaft zu tragen. Že Pán Ježiš žije. Halleluja. Dass der Jesus lebt. Halleluja. Amen. Amen. Postaneme. Stehen auf. Budeme sa modliť. Wir werden beten. Z celého srdca ti ďakujeme za tento večer. Aus ganzem Herzen danken wir dir für diesen Abend. Náš drahý Pane Ježišu Kriste. Unser teurer Herr Jesus Christus. Ďakujeme, že stretnutie s tebou. Wir danken dir, dass die Begegnung mit dir nám dáva novú silu a nádej. Gibt uns neue Kraft und Hoffnung. Dáva nám novú perspektívu. Gibt uns eine neue Perspektive. A nové nadšenie. Und eine neue Begeisterung. Vďaka ti, Pane Ježišu. Wir danken dir, Herr Jesus. Vďaka, že sa nás dotýkaš. Dass du uns berührst. Vďaka, že rozhorívaš svojím slovom naše srdcia. Dass du durch dein Wort unsere Herzen brennend machst. A my ťa môžeme poznávať. Und wir dich erkennen können. Chvála ti. Ehre sei dir. Halleluja. Halleluja. Chceme o tebe rozprávať. Wir möchten von dir erzählen. Chceme mať svedectvo samých sebe. Wir möchten das Zeugnis haben in uns selber. Chceme posilňovať našich bratov a sestry. Wir möchten unsere Brüder und Schwestern stärken. Až kým sa znovu s tebou nestretneme. Bis wir uns wieder mit dir treffen. Chcem sa opýtať. Ich möchte fragen. Je dnes večer v tomto zhromaždení niekto? Ist heute Abend in dieser Versammlung jemand? Kto chce Pána Ježiša povolať so sebou? Der den Herrn Jesus zu sich einladen will. Kto chce povedať, Pane, zvečerieva sa, poď so mnou domov. Es sagen will, Herr, es will Abend werden. Je tu niekto, kto chce heim. Povolať do svojho srdca? Ist hier jemand, der ihn einladen will in sein Herz? Či si mladý alebo starý? Ob du jung bist oder alt? Chceš ho povolať? Willst du ihn einladen? Chceš ho prinútiť. Páne, poď do mojho srdca. Willst du ihn nötigen? Herr, komm in mein Herz. Poď do mojho života. Komm in mein Leben. Zodvihni svoju ruku. Hebe deinen Arm. Povedz, Páne, poď do mojho srdca. Sage, Herr, komm in mein Herz. Halleluja. Nech vás Pán požehná. Halleluja, der Herr segne euch. Je tu ešte niekto? Ist hier noch jemand? Je tu ešte niekto? Ist hier noch jemand? Nech te požehná Pán. Der Herr segne dich. Halleluja. Je tu ešte niekto? Ist noch jemand da? Kto tak vo svojom srdci cíti. Der so in seinem Herzen verspürt. Že Duch Svätý rozhorieval jeho srdce. Dass der Geist Gottes sein Herz brennend gemacht hat. A chceš ho nasledovať. Und du willst ihm nachfolgen. Chceš o ňom vydávať svedectvo. Du willst von ihm Zeugnis geben. Zodvihni svoju ruku. Ešte krátku chvíľu ti dám príležitosť. Ich gebe noch eine kurze Weile der Gelegenheit. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Herr Jesus, ich danke dir. Ďakujem za tú ruku tam vzadu. Ich danke dir für diese Hand dort hinten. Ty si ju videl, Pane. Halleluja. Du hast sie gesehen, Herr. Požehnaj to dieťa. Segne dieses Kind. Požehnaj každého jedného z nás. Segne einen jeden von uns. Učin tú milosť, Pane. Tue du diese Gnade. Aby sme išli s tebou do našich domácností. Dass wir mit dir gehen in unser Heim. Aby sme sa nedohadovali. Dass wir nicht untereinander sich unterreden. Ale aby sme lámali chlieb. Aber dass wir das Brot spolu miteinander tebou, brechen zusammen mit dir. Aby sme prežívali to požehnanie s tebou. Dass wir mit dir diese Segnung erleben. Požehnaj tieto ruky, ktoré sa zodvihli. Gesegnet sind diese Hände, die sich erhoben ale haben. Ale požehnaj aj tie, ktoré sú ešte poviazané aber a nevedia sa zodvihnúť. Aber segne auch die, die noch gebunden sind und können nicht ihre Hand heben. O, ty z mŕtvych stalý, Pane Ježišu Kriste, oslobod tieto ruky. O du von den Toten auferstandenen Herr Jesus Christus, befreie diese Hände, aby sa pre teba a kvôli tebe mohli zodvihnúť. Dass sie
wegen dir und zu dir sich erheben. Lebo ty si urobil všetko. Denn du hast alles getan. Ty si zomrel na kríži. Du bist auf dem Kreuz gestorben. Ty si vykrvácal. Du hast ausgeblutet. Ty si zaplatil. Du hast bezahlt. Ty si zomrel. Du bist gestorben. Ty si stál z mŕtvych. Du bist von den Toten auferstanden. A ešte ideš za nami. Und noch gehst du uns nach. Aby si sa nás dotýkal. Dass du uns berührst. Aby si rozhorieval to naše chladné srdce. Dass du das unser kaltes Herz möchtest brennend machen. Prišiel si aj do tohoto zhromaždenia. Du bist auch in diese Versammlung gekommen. Es liegt dir an uns. Lebo nás miluješ. Denn du liebst uns. Chvála ti. Ehre sei dir. Halleluja. Halleluja. Ty si Pán. Du bist der Herr. Nech je oslávené tvoje meno. Dein Name werde geehrt. To meno Ježiša Krista. Der Name Jesu Christi. Amen. Amen.